Linie möchte ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen der Kreisgruppe Biberach zu unserem Katharinenbau 2017 in Bad Hausen. Es freut uns, liebe Gäste, wir haben kurzfristig Besuch bekommen. Es ist nicht weniger als RTL, die heute Abend hier filmen. Und zwar hat das einen bestimmten Grund. Wir haben einen Tanzgruppenteilnehmer, Tim Lukas, der ein ganz guter Sänger ist und der sich beworben hat bei Deutschland sucht den Superstar. Und diesen Tim möchte RTL heute ein bisschen vorstellen, möchte seine Umgebung, unsere Tracht in wenigen Sekunden, ihr wisst, wie das beim Fernsehen ist, darstellen. Er tanzt heute mit und ist insofern der Mittelpunkt dieser Aufnahmen von dieser hübschen Dame von RTL. So. So, Sie sehen als erstes die kleine Kindertanzgruppe.
Sie tanzen heute mit 4 Paaren. Die jüngste Tänzerin ist 3 Jahre alt. Und die Kinder zeigen uns heute 2 Tänze, den schwäbischen Solotanz und den Schustertanz. Liebe Biberacher, liebe Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde, ich möchte mich im Namen der Jugendtanzgruppe aus Heidenheim, speziell bei der Astrid und der Jugendtanzgruppe bedanken, dass wir heute zum wievielten Mal schon bei Ihnen auf den Ball eingeladen sind. Ich möchte die lange Vorstellung möchte ich einfach weglassen. Ich denke, viele von uns kennen uns schon. Das Spezielle, was uns die Jugendtanzgruppe Heidenheim und die Tanzgruppe Biberach ausmacht, würde ich einfach sagen, das ist die spezielle Freundschaft, die Tanzgruppen miteinander verbindet, schon in den letzten, sage ich, 2 bis 3 Jahren. Wir waren zusammen in Rumänien, wir fahren zusammen nach Dinkelsbühl und das ist einfach die Gemeinschaft, was diese Gruppe prägt und deswegen freut es uns, dass wir heute hier zusammen mit Ihnen diesen Ball genießen dürfen. Aus Heidenheim. Ich glaube, Gasttanzgruppe kann man euch schon fast nicht mehr nennen, so oft wie ihr bei uns seid und wir bei euch. Wir möchten uns trotzdem recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr zusammen mit uns heute den Ball gestaltet und haben eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Das Fabi bringt, glaube ich, vor. Also vielen Dank, dass ihr da wart und wir hoffen, dass Biberheim noch viele Jahre besteht.
Ich denke, die Carina hat die richtigen Worte gefunden. Wir sind schon keine Gasttanzgruppe mehr. Und genau aus diesem Grund kommt die Jugendtanzgruppe Biberach auch nächste Woche zu uns auf den Herbstball. Wir freuen uns auf euch. Sie zeigen uns den Schwedentanz. Und mein Name ist Marc Benker, für stellvertretender Bundesjugendleiter. Im Namen der SOD möchten wir uns bei der Kreisgruppe und bei der Tanzgruppe Biberach bedanken, dass wir heute unser Herbstseminar DiscoFox hier abhalten dürfen. Sie haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und für die Bewirtung mit dem tollen Kuchen. Also vielen Dank an die vielen Bäckerinnen und Bäcker. Es war uns eine Freude zuzusehen, wie die Kindertanzgruppe vor allem mit Stolz die Trachten tragen und wie sie sich freut und kräftig mittanzen. So, das war natürlich der erste Grund, wieso wir hier oben stehen. Aber es gibt noch einen Grund. Wie die Astrid das schon erwähnt hat, vor zwei Wochen hatten wir den Volkstanzwettbewerb in Horgau bei Augsburg. Und einige hatten das schon mitbekommen, glaube ich. Beim Wettbewerb gab es ein paar Schwierigkeiten mit der Punktevergabe, mit dem Auszählen. Und wir hatten jetzt zwei Wochen Zeit, haben die ganzen Unterlagen nochmal geprüft, haben nachgerechnet. Und uns ist leider aufgefallen, dass noch ein Fehler uns unterlaufen ist. Und wir finden, dass das hier ein wirklicher Rahmen ist, um diesen Fehler zu beheben und ja, das richtig zu stellen. Deswegen möchte ich jetzt das Wort an Jennifer übergeben. Ihr habt gerade mit dem erneuten Auftritt eures Kürtanzes letzte Woche vor zwei Wochen unter Beweis gestellt, dass ihr es definitiv drauf habt. Das muss man einfach mal so sagen. Und nachdem wir die Punkte jetzt nochmal gründlich durchgegangen sind, haben wir festgestellt, dass ihr punktgleich seid mit einer anderen Tanzgruppe. Ja. Um das Ganze nicht so spannend zu machen, dass ihr gleich platzt. Biberhain.
Zweitplatzierten aus Heidenheim. Das heißt, der erste Platz wird sich geteilt. Liebe BJL, wir freuen uns sehr über diesen Sieg und diese Bekanntgabe. Ich freue mich, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dankeschön. Zunächst mal möchte ich im Namen der Jugendtanzgruppe Heidenheim, der Tanzgruppe Biberach, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr herzlich zum ersten Platz gratulieren. Großen Applaus! Ich möchte Ihnen aber auch erzählen, wie die Geschichte des letzten Wochenende war. Also Sie müssen sich vorstellen, wir beide haben getanzt, beide Tanzgruppen, und dann ging es an die Verkündung, wer den Pokal bekommen soll. Dann wurde der dritte Platz genannt, es wurde der zweite Platz genannt, und dann standen wir, die Tanzgruppe Heidenheim und Biberach, standen an den Tisch nehmen und haben gewartet auf die erste Verkündung. Und es gab da in der Tanzgruppe Biberach so ein paar Jungs, die vor dem Wettbewerb eine Wette verkündet haben. Und wie Sie wissen, Wettschulden sind Ehrenschulden. Leider hat es vor zwei Wochen nicht geklappt, aber uns wurde versprochen, dass die Haare von ein paar Jungs, ich möchte sie jetzt nicht nennen, Sie wissen, wer es sind. Wir freuen uns nachher, die Jugendtanzgruppe Heidenheim zum Friseursalon Heidenheim umnennen zu dürfen. Damit es geht.